Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Szenario der Kampagne Trapping and Trapped. Ja, beim Basteln bin ich inzwischen bis nach Operation Bagration gekommen, wobei ich den fiktiven Strang noch gar nicht gemacht habe, also der nach Wintergewitter startet. Sind also noch einige Szenarien zu tun und so sehen meine Truppen aus. Heute spielen wir Tobruk und ich würde mal sagen, wir legen mal los. Das heißt, ich wollte noch mal etwas gucken und zwar, ob es da jetzt einen, ja, da gibt es jetzt einen besseren Jäger. Das hatte ich, glaube ich, auch damals aufgerüstet. Dann machen wir das mal. Denn ich glaube, in der Luft sollten wir jetzt schon etwas besser sein. Okay, wir haben 11 Züge Zeit. Wir brauchen 11 Sieghexe für einen glorreichen Sieg, 8 für einen Sieg und 7 für einen taktischen Sieg. Erstmal die strategische Karte. Die sieht so aus. Also hier haben wir jede Menge deutsche und italienische Hilfstruppen. Hier haben wir dann auch noch ein paar Flieger. Wir stellen hier im Süden uns auf. Werden diese Sieghexe, denke ich mal, mit unseren Einheiten erobern und hier auch noch mithelfen. Also wenn man glorreich gewinnen will, dann muss man hier auch dieses Tobruk einnehmen, was von den Neuseeländern gehalten wird. Und ansonsten, wenn man es nicht schafft, dann hat man halt nur einen normalen Sieg. Okay, so, ich würde mal sagen, wir legen mal los. So. Ich denke mal, die lasse ich da an der Straße lang fahren, weil die nicht so geländegängig sind. Gut, ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Hilfseinheiten. Man kann es natürlich so machen, wie Randolph gesagt hat, dass man sozusagen ein nach dem anderen gegen die feindlichen Einheiten vorschickt, bis die keine Munition mehr haben. Aber so brutal bin ich dann doch nicht zu meinen Einheiten. Also ja, die Geländegängigkeit der Einheiten ist sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also einige sind jetzt nicht so geländegängig, kommen nicht so gut vorwärts. Okay, jetzt sehen wir ja schon mal wenigstens etwas. Das ist ja schon mal ganz gut. Zack. So, die Kavallerie, die unterstützt da ein bisschen mit. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier sehen. Aha, hier sehen wir schon mal einen Bunker. Sind jetzt leider alle zu weit weg, das ist blöd. Und da müsste auch ein. Ne, da ist Infanterie drin. Okay. Moment, können die. Die können, glaube ich, nur über. Ja, die können nur über ein Feld schießen.
So, also wir sehen jetzt ein paar Einheiten. Zack. Zack. Und zack. Okay, ja, ich würde mal sagen, Moment, was ist L nochmal? Lasting Suppression, aber der kann intercepten. Das heißt, dann würde ich sagen, nehmen wir den mal. Ah, das nervt, dass die mich immer irgendwo anders hinschicken wollen, ey. Okay, so, ja, so sieht das jetzt aus. You get on my nerve, sage ich dazu nur. Muss ich noch weiter nach rechts? Ah, das ist eine Hilfseinheit. Okay, die habe ich irgendwie nicht aufgestellt, weswegen auch immer. Das ist ein Jäger. Dann müssen wir mal anschauen, wieso der nicht aufgestellt ist. Gut. Und dann können wir hier schon mal dem einen verplätten. So, und dann können wir noch die Flugzeuge herholen, würde ich mal behaupten. Das ist, glaube ich, ein Bomber, wenn ich das richtig sehe. So, wir können das mal machen. Na? So, und ich hoffe, der kommt dahin. Ich glaube, das ist ein Level-Bomber. Scheiße, der kommt nicht dahin. Das heißt, den fahren wir dann, fliegen wir dahin. Nee, ist doch, das ist, dann ist der Level-Bomber. Okay. Ja, das macht Sinn. Gut, okay, gucken wir mal weiter. Ah, dieses 13er Ding, das ist ganz schön übel. Okay, ja, also die Royal Air Force, vor der muss man sich ein bisschen fürchten. Die ist ein bisschen stärker hier in dem Szenario. Weiter. Es war klar, dass der Arsch sich da zu Wort meldet, ungefragt.
Sprich. So, okay. Ja, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was geschafft. Sind hier etwas vorgedrungen. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Dass wir hier weiter vorrücken. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Jetzt ein bisschen dumm, ich hätte den eigentlich gleich dahin stellen können. Gut, aber was nicht ist, kann er noch werden. So, zack, überrollt. Aha, da sehen wir das Monster. Gut, aber ich habe so viele Einheiten inzwischen. Da können sie jetzt nicht alles sozusagen zu Heidi Klump schießen. Zack. Ist die Frage, ob ich jetzt da oder da. Ich glaube, ich greife hier mit an. Den da. Okay. Sehr schön. So, die Kavallerie kommt natürlich überhaupt nicht so richtig voran. Lassen wir das erstmal und machen stattdessen hier mit unseren Kerntruppen weiter. So, der ist doch genau der Richtige. So, die hatten jetzt aber, glaube ich, jawohl, das sollte ich nicht machen. Fahren wir den einfach mal dahin, würde ich sagen. Das hört sich gut an. Würde ich mal behaupten wollen. Okay. Wir begeben sich jetzt dahin. Und dann können wir ja irgendwelchen Hyopios mal, dem da oder so, können wir mal auf die Nerven gehen. Weil die sind wahrscheinlich sowieso etwas geländegängiger. Das ist, gibt sonst nur Scherereien. So, und dann gucken wir mal. Fulbert der Fröhliche. 2 zu 6, das hört sich doch schon mal gut an. Okay, Fulbert der Flöhliche. Dann werden wir
den jetzt mal bomben. Das war jetzt dumm von mir. Das sehe ich gerne ein. So, aber das können wir machen. Bringt leider recht wenig, alles in allem. So, aber wir haben jetzt immerhin ein Dinges kaputt gekriegt. Das hört sich doch schon mal ganz vernünftig an. Ein Jäger zerstört. So, okay, ja. Also diese Artillerie, die ist echt ganz, ganz übles Kino. Machen sie jetzt kaputt. Das war zu erwarten. Gut, ich meine, wenn sie jetzt auf die Hilfstruppen gehen, kann mir das eigentlich relativ egal sein. Tja, das ist ihm nicht gut gekommen. So, der hat sich jetzt auch ungeschickt platziert. Dann gucken wir mal. Also, Vollbert der Flöhliche. So, einen Jäger sehe ich noch. Den Fünfer würde ich auch gerne abschießen. Zack. So, und der andere wird wahrscheinlich nirgendwo hinkommen. So wie ich das sehe. Jawohl. Gut, dann ist das halt so. Jetzt machen wir erstmal Tabula Rasa. Zack. Mal bei dem Tabula Rasa. So. Gut, wir versuchen die jetzt mal ein bisschen von der anderen Seite zu umgehen, um die Verteidigung da zu knacken, die ihr jetzt noch nicht sehen könnt. So. Das ist ein Bunker, kein Vor. Würde ich sagen, greifen wir da gleich den nächsten Hempel an. Ja, das lassen wir lieber wegen dem Support Fire. Okay, so. Reichweite 1, WTF. Was habe ich denn da für Stümpereinheiten aufgestellt, bitteschön. Dumm von mir, das war jetzt wieder nicht gewollt. Ist jetzt egal, wir greifen da jetzt mal kurz an.
fliegen die dann wieder ein Stück zurück. So, ich weiß jetzt nicht, was da im Angebot ist. Das ist belastend. Und dann sollte ich das jetzt auch lassen, da anzugreifen. Abschießen. Zack. Okay. Okay. Zack. Das war klar. So, wir machen erstmal hier weiter, würde ich sagen. Aha. Da sehen wir ein paar Einheiten. Zack. So, Fulbert der Flühliche. Dann wollen wir mal gucken, dass wir hier... nee, das ist keine gute Idee. Das ist ein bisschen zu wahnwitzig. Alles in allem. Okay, gut. Damit haben wir jetzt den nächsten Zug erledigt. Was jetzt passiert. Ja, das war nicht so nett. Das war auch nicht nett, so ein Arschloch. Unfassbar. Das ist auch nicht nett. So, okay. Okay, da sehen wir jetzt auch eine Einheit. So.
Zack. Okay, naja. Kann halt nicht immer alles funktionieren, wie es soll. So, der ist schon mal leer, aber hier ist ja gleich ein Flughafen. Da kann er da stehen bleiben. So, der gucken wir, ob er den Dreier getickt kriegt. Natürlich nicht. Geht auch zum Flughafen. So, meine Freunde. Und warte mal kurz. Okay. Zwei gegen weiche Ziele. Wir können aber auch von da angreifen. Zack. Zack. Komm, egal, machen wir den kaputt. Okay, so, und der kann da schon mal reinfahren. Ja. Das ist natürlich jetzt belastend gelaufen. Gut, ist jetzt aber auch egal. Wir müssen jetzt sehen, dass wir... Das geht leider nicht. Das ist schade. So, der ist auf jeden Fall auch leer. Der fliegt da mal hier zum Flughafen. So, und die müssen sich jetzt um diese Hempel kümmern. So. Das ist die Frage 3-3. Okay, mit der da hin. Natürlich nicht. Die schicken es trotzdem mal dahin. So, und der Bomber, der hat noch einen Schuss. Komm, der macht den jetzt mal kaputt. Bevor der mir hier auf den Senkel geht, auf den Schnürsenkel. Okay, so. Ah, das geht. Okay. So. Jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Das war jetzt ein bisschen dumm. Ich hätte vielleicht lieber den anreißen sollen. Kurz. Hier ist doch, der kommt da nicht hin. Das ist Schitte. Das ist jetzt auch egal.
Wir fahren jetzt einfach die Einheiten hier näher an die Front ran. So, und dann haben wir jetzt hier den Level-Bomber. Okay, dann gucken wir mal hier weiter. So. Und so. Scheiße. Ich brauche leider die Dinge jetzt gerade für was anderes. Das ist ärgerlich. Gut, aber ist jetzt auch egal. Nächste Runde haben wir auf jeden Fall wieder einen mehr. So, den können wir da hinstellen. Dann kann er da wieder über zwei Felder nächste Runde was Erfahrung sammeln. Gut, ja, so sieht's aus. Bis jetzt gerade mal eins der Sieghexe erobert. Oder im Moment ist der Flughafen da unten auch ein Sieghex. Ne, genau, das haben wir ja. Und das im Osten haben wir. Okay, und das ist kein Sieghex. Also zwei haben wir jetzt von den 11 erobert. Gut, aber die letzten, die liegen ja alle auch ziemlich nah beieinander. Gut, den wollen sie jetzt wohl kaputt machen, den Vierer. Das können sie meinetwegen machen. Der Feigling fliegt weg. Das ist belastend. Oh! Das war jetzt nicht so klug vom Gegner. So, jetzt gucken wir erstmal da oben. Das ist jetzt natürlich momentan echt die, da muss ich wo ganz anders hin. Hier, die belastendste Sache. So, den stellen wir jetzt einfach mal dahin, ohne anzugreifen. Dann haben wir hier noch ein Flugzeug. So, den muss ich zum Flughafen fliegen. Hier haben wir noch einen Bomber, der leider nirgendwo hinkommt. So, der kann mal gucken, was da so im Angebot ist überall. Aha, nicht so viel. Ja, zack. Das wollte ich nicht. Typischer Fall von verklickt. So.
gibt's doch nicht, ey. So, gut, dann gucken wir mal weiter. Das war jetzt ein bisschen dumm, das hätte ich lieber andersrum gemacht. Gut, der hat 3 Erfahrungsbalken. Das heißt, den könnten wir vielleicht mal da drauf gehen lassen. Der ist leer. Mein Gott. Ah, sind das dumme Missgeburten? Nee. Die haben scheiß 100 Milliarden Schuss. Ey. Der ist sowieso der Schwächste. Den stelle ich jetzt dahin. Dann bitte sie jetzt nämlich nicht mehr aufladen können, das dumme Arschloch da. Etwas anders klüger angreifen können. So, leider nicht hin. Das ist belastend, aber egal. So, wir sind jetzt ein ganzes Stück weiter gekommen. Der hat noch einen Schuss. Okay. So, Centurio, stopp den Bus und nimm den Bus und gut zu Fuß. Den kaputt kriegen. Ach ja, naja, das wäre wahrscheinlich auch zu viel verlangt gewesen, wenn das geklappt hätte. Ah, die konnten sich hier gleich aufladen, zumindest der eine. Okay, so, dann gucken wir hier mal weiter. Du bist auch ein Schnuckiputz mit deiner Ruck-Defense, ey. Unfassbar. Das hat so
so, du Arschloch. Wie das so lieber. Achso, das war jetzt dumm wegen dem Dings. Geht das nicht? Okay, Moment, das machen wir anders. Okay, so. Jo, ein weiterer Zug geschafft. So, zack. Zack. Damit da jetzt endlich mal Ruhe ist. Machen wir den jetzt einfach kaputt. So. Oh. Wen haben wir denn da? Was für ein Schnucki-Putzi. So, und Pucki-Schnutzi. Dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir hier alles... ist da eigentlich eine Flagge? Moment, da muss ich da gucken. Oh ja, das ist eine Flagge. Dann sollte ich sehen, dass ich die noch irgendwie erobert kriege. Und der Claudi erobert. So. Okay. So, hier sind wir noch nicht so richtig vorangekommen. Ist klar, deine Mutter macht auch Rugby-Fans bei deiner Geburt, ey. Unfassbar. So, jetzt hat er aber verloren. Steht einer, aber jetzt wissen wir wenigstens, wo dann der nächste Gegner ist. Ist ja auch schon mal von Vorteil. Okay, ja, die Geländegängigkeit der Einheiten oder generell die Reichweite der Einheiten ist stark verbesserungswürdig. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Also, der ist leer. So, der hat noch 7 Schuss. Der geht mal auf den da drauf. Oh, der ist jetzt eh leer.
Wir hätten dich eigentlich nach deiner Meinung gefragt, du Arschloch. Unfassbar. Muss ich jetzt wohl dann doch mal die Luftwaffe hier bemühen. Das ist jetzt natürlich echt belastend, alles in allem, aber das kriegen wir schon hin. So, ich würde mal sagen, wir greifen jetzt einfach. Fahren jetzt einfach die Einheiten so gut es geht an die Front. Okay, 3. Upsala, das wollte ich jetzt nicht. Wen sehen wir denn da? Der kann die Festung nicht angreifen. Das ist mir jetzt aber auch egal, ob er das kann oder nicht. So, der geht da drauf. Okay. Na gut. Jetzt müssten dann auch irgendwann bald, müsste irgendwann bald die Verstärkung von der Royal Air Force kommen. Das könnte dann etwas übel werden für mich. So, das war jetzt nicht so nett. Jetzt Glück, dass er jetzt nicht gekommen ist, die Verstärkung, weil den hatte ich natürlich total vergessen. So. Dann fliegen wir den mal nach Süden. Okay, so, dann gucken wir mal weiter. So, okay. Hier sind auch noch ein paar Einheiten. Geländegängigkeit ist echt für den Arsch. Ja, das ist der, der nur Reichweite 1 hat. Natürlich ein bisschen belastend.
So, aber das finde ich schon mal nett, dass der sich hier in Reichweite der Dinges gestellt hat, der Pack. Gut, ich denke mal, es macht mehr Sinn, wenn ich mich jetzt hier auf den Straßen bewege. Da kommt man dann doch etwas schneller voran. So, ja, das ist natürlich klar, aber ich muss ja jetzt nicht unbedingt. Wo ist denn der Levelbomber? Da. Okay, so, also der ist leer, da geht nichts mehr, definitiv. Dann gucken wir mal weiter. Aha, das Ding muss ich dann wohl auch jetzt irgendwie mal bekämpfen. Der kann doch da angreifen, der hat wohl nur schon geschossen. Keine Munition mehr. Oder er hatte schon geschossen und ich weiß es nur nicht mehr. Das kann natürlich auch sein. So. So, der hat noch 6, 3 und der hat noch einen Schuss. Okay. So sieht das schon mal ganz gut aus. Nächster Zug. Okay, also 4 Züge haben wir noch Zeit. Okay, gucken wir mal. Also der hat noch einen, zwei, eins. Eins, zwei, eins. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt ist die Frage, wen greife ich an? So, egal. So, zack.
So, okay, dann machen wir mal weiter. Der ist leer, so wie es ausschaut. So, und dann gucken wir hier mal weiter. Zack. Der ist leer. Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat auch keinen Sprit mehr. Das ist belastend. Okay, ja. Zack, den können wir schon mal überrollen. Schon. Aber das geht. Oh, Schulz. Und wie das sogar geht. So, jetzt brauche ich natürlich, das geht deshalb nicht. Dann machen wir das mal so. Moment. Die und ihre Ruck Defense, unfassbar, so. So, zack. So, okay. Ich habe ja hier noch einen Bomber. Ich denke mal, die kann ich da alle stehen lassen. Die werden da jetzt nicht mehr viel reißen. Die Kavallerie hat es natürlich leider keine Erfahrung sammeln können in dem Szenario, aber dann ist das halt so. Das machen wir. Schade, es geht nicht. Dann stellen wir den halt dahin. Gut, okay. Nächster Zug. So, jetzt habe ich noch zwei Züge.
Fuck. Ja, wie krieg ich den kaputt? Der ist echt ein bisschen arg hartnäckig. Ich sollte jetzt vielleicht dann doch mal mit den Bombern anfangen. Das geht nicht. Das geht, meine Freunde. Okay. Krieg ich den da weg? Wahrscheinlich gar nicht. Oh, 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 oh. Also wenn ich Pech habe, dann kriege ich da keinen glorreichen Sieg. Da war ich da etwas zu vorsichtig. Geht nicht. Das geht. So, okay. Das ist natürlich scheiße, dass jetzt alles leer ist. Unfassbar. Das denn wieder? Ach ja, die haben eh keine Munition mehr, da können die auch da rein. So, okay. Zwei Züge habe ich anscheinend noch Zeit. Wieso kommt die Verstärkung nicht? Das verstehe ich nicht. Ich hatte die doch jetzt früher kommen lassen. So. Das geht nicht. So, okay. Jetzt auch leer. So, aber wir können hier mal da über zwei Felder und dann so angreifen. Der hat immer nur noch einen Schuss. So, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir hier alles dann ein bisschen näher ran schaffen. Die gesammelte Artillerie und die Geierie.
Okay. Letzter Zug, jetzt geht's. Ach, da sind sie. Da ist die Verstärkung, das heißt, da können wir uns dann vielleicht auch noch mal ein bisschen drum kümmern. Der ist leider leer, das ist belastend. So, 25 spart. Der ist leer. So. So, damit haben wir jetzt nämlich schon mal ein bisschen Freiraum. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt die Jäger und greifen da die Verstärkung mal an. Das muss ich mir nochmal angucken, wieso die jetzt dann doch ja, nicht rechtzeitig kommen. Also zu spät kommen, wo ich es eigentlich geändert hatte. Ist jetzt etwas verwunderlich, aber gut, so ist es halt. So, okay. Oh, hier haben wir auch noch einen Jäger. Ach, Captain Saber ist auch leer. Kann nix. So, okay. Also jetzt müssen wir mal überlegen, wie kriegen wir das hin? Ich brauche eine richtig starke Artillerie, der hier zum Beispiel. Aber der kann dann da nicht reinfahren, das ist scheiße. Ich fürchte, das wird nichts werden. Wieso 4-0? Wieso? Egal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, der kommt da nicht hin. Der kann nur 5 dem abnehmen. Ich bräuchte irgendwas, was hinfahren und weg, hin und weg kann. So. Das ist belastend. Das wird nichts werden, fürchte ich. Das Einzige, was wir nochmal können, ist da auch nochmal einen dahinter stellen. Aber das wird nichts dran ändern, dass ich das scheiß Hex nicht kriege. Verdammte Axt nochmal. Die sich auch alle gegenseitig im Weg stehen, ey. Unfassbar.
Tja, dann haben wir es leider nicht glorreich geschafft. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist dem nicht gut bekommen. Very good. They managed to cut. Was? You managed to cut Tobruk off. Now our advance in North Africa can continue. Your troops are being redeployed to France to prepare for our attack on the Bolsheviks. Okay, gut. Fortress Brest. Situation. General, in these hours we begin our attack on the Soviets. Your task is to take down the Brest Fortress and secure the hinterland for our armored troops. If we can get control of a tank runway quickly, it might be possible to encircle large parts of a Soviet army. Orders: Take all victory hex in 11, 30, 14, nee, 15 turns for Brin victory, victory, tactical victory by recommendations. Einmal Flak Class, einmal AD Class, einmal Infantry Class und einmal Bomber Class. Moment. Scheiße. Ich muss nochmal. Muss leider nochmal neu laden. Jetzt war ich so. Okay, Infanterie und einmal Bomber. Okay. So darauf konzentriert. So. Also, was machen wir jetzt? Wir kaufen uns jetzt einen U87 R2. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich mir so einen kaufen will, dann vielleicht doch lieber so einen hier. So, wir kaufen uns aber auf jeden Fall auch noch so ein Ding. Erdkampf, die schön Erfahrung sammeln können. Dann kaufen wir uns so eine 7-1 und einmal Gradschützen, bitte. So, und das ist jetzt das sechste, das fünfte, also 5 mal 1500. Da müsste ich jetzt sogar noch ein bisschen Prestige raushauen können. Habe ich jetzt leider keine neuen Anführer gekriegt in dem Szenario. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut. So, und dann können wir noch mal kurz gucken. After Action Report, ja. Gut, also ja, die Infanterie 82, das ist ja nicht schlecht. 90, der 4D, ja. Naja, ja. Naja, also es war ziemlich realistisch. Bis nach Tobruk bin ich vorgedrungen, aber Tobruk konnte ich dieses Mal leider nicht nehmen. Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Aber so what? So ist es halt. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr schaut dann beim nächsten Mal wieder rein. Das nächste Szenario, was dann am 6. Juni kommen wird, das ist dann Festung Brest, ja, und dann geht es dann weiter mit Kessel von Uman und so weiter und so fort. Also bis dahin, ciao, ciao.